Yep, es ist wieder Montag. Das heißt Wochenende vorbei. Alles Scheiße. Aber egal, juckt ja nicht. Denn wir ziehen uns jetzt erstmal wieder ein paar coole und witzige Memes rein. Vielleicht geht es uns danach besser. Und hier gibt es gleich mal was zum Aufmuntern. Yeah. Yeah. My movement elevated, living the life in a- Er hat 5 Meter daneben geworfen. Komplett verkackt eigentlich. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck? Hella faded. Came in the game and it felt belated. I'm celebrating this revelation. I'm earning my props. Get to the mic and I'm burning it up. Back in the day, they fuck with a brother. Yeah, kommt ganz nice. Aber wäre viel cooler, wenn du den Korb getroffen hättest. So ist es leider echt goofy und ein Meme. Normaler Abend mit den Jungs. Oh nein, alles auseinandergenommen. Der hat kurz einmal alles weggekickt und runtergehauen. Ach du Scheiße. Ja, der Tisch musste leider dran glauben. Und wieso hat er das so clean gemacht? Ach ja, er ist natürlich ein Stuntman. Liebes YouTube-Team. Alles wird hier von Profis ausgeführt und niemand hat sich verletzt. Hab grad den Gerichtstermin für das Sorgerecht meines Sohnes für das Video abgesagt. Ehrenmann. Dickes, fettes Danke. Wirklich, korrekt. Man muss auch Prioritäten setzen im Leben, ne? Ach ja, und gestern, Dings, das Video kam erst so spät am Abend, weil ich unterwegs war. Aber zum Glück kommt dieses Video heute pünktlich um 14 Uhr. Falls nicht, dann, keine Ahnung, habe ich, glaube ich, wirklich verpennt. Dieses Mädchen hier wollte ein cooles Video drehen und ihr neues Outfit zeigen. Let's see. Hier ist mein Gator-Song. Holy shit, Volltreffer! Gator-Song. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Aber wieso genau musste sie jetzt springen? Papa, la lampada. Ich habe zwar keine Ahnung, was sie zu ihrem Vater gesagt hat, aber ich wette, es hieß danach so, ja, ich habe keine Ahnung, wieso die Lampe kaputt gegangen ist. Die ist von alleine kaputt gegangen. Der Klassiker. Wenn man sowas sagt, muss eigentlich schon jedem klar sein, dass man es selbst zerstört hat. Rest in peace an die Lampe. What's my little cousin doing? Stopp mal, Bro. Alles gut bei dir oder was geht da gerade ab? Nee, das ist mir ein bisschen zu sus. Aber immerhin ist er nicht am Handy und auf TikTok die ganze Zeit. Ein was Gutes hat es ja. Obwohl, ich weiß nicht, ob das so gute Auswirkungen hat. This has to be pay to win. Oh no. Der Bree ist so am Überlegen, ob er jetzt anbeißen soll oder doch nicht. Er berechnet gerade, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das hier gerade eine Falle sein könnte. Aber mal Real Talk, was ist das für ein gottloser Typ, der lässt sich einfach unterhalten, indem er den ganzen Tag dabei zuguckt, wie Fische überlegen, ob sie anbeißen oder nicht. Oh Mann, die stehen da wirklich eine Sekunde vor der Freiheit oder eine Sekunde vor dem Tod. Würde ich mir aber auch reinziehen. Glaube, das ist schon gutes Entertainment. Ich weiß ja nicht, wie ihr alle so drauf seid, aber ich würde mal sagen, ich war in meinem Leben bis jetzt eigentlich relativ anständig. Ich habe jetzt nicht ultra viel dummen Sch** gemacht oder so. Vielleicht so ein bisschen, aber noch lange nicht so wie der Bree hier. Okay, well you need to call your mom up here and give me your insurance card. I'm calling the police. Der hat einfach das Auto von seiner Mutter genommen. Wie alt ist der? Vielleicht 15? 14? 13? Bruder, wer kommt in diesem Alter auf die Idee? Jo, ich nehme jetzt einfach mal die Karre von meinen Eltern und cruise ein bisschen rum. Er wollte einfach einkaufen fahren. Kurz mal mit dem Auto von Mama in den Supermarkt, bisschen Energy holen, dies, das. Und dann crasht er es auch noch so sinnlos. Es wäre ja alles nur halb so schlimm und würde auch niemanden interessieren, wäre er einfach wieder anständig damit nach Hause gekommen. Aber nein, er muss ausgerechnet beim Einparken verkacken. Thank you so much. Get your car.
Was macht er jetzt so cool diese Musik an? Du bist gerade voll peinlich irgendwo reingefahren und machst jetzt hier einen auf Mr. Cool und es wäre nichts geschehen. Und will er jetzt flüchten oder was wird das? Nee, nein, das ist nicht wirklich passiert, oder? Also das war es jetzt wirklich total. Lass doch gut sein. Wieso setzt du dich überhaupt nochmal da rein? Komm, lass dich verhaften. Verkauf schon mal deinen Fortnite-Account und deine Playstation, damit du das hier bezahlen kannst. Einfach back-to-back reingeschickt. Wie kann man so lost sein? What the hell is wrong? You get in the car. You get in the car. You get in my car. What the hell are you doing? Ja, what the hell he doing? Das frage ich mich gerade auch. Ja, ja, super. Und jetzt geht er auch noch weg. Klasse, Mann. Was ist wohl die Reaktion von seiner Mutter, wenn sie das erfährt? Oder die von seinem Vater? Oh, oh, das gibt Ärger. Selber schuld. Ganz einfach. World Record. Damn, okay, er war wirklich schnell. Aber ein Weltrekord kann das niemals sein. Er ist vielleicht schnell aufgestanden, aber als die Kamera rüberschwenkt, sieht man deutlich, dass schon längst zwei andere Personen stehen. Guter Versuch, aber du kommst leider nicht gegen die echten NPCs im Flugzeug an. Die haben sowas im Blut und werden einfach immer der Erste sein. Ich fühle das einfach so, es gibt sie wirklich auf jedem Flug. Die denken wirklich, wenn sie nicht die Ersten sind, dass jemand einfach ihre Tasche klaut oder sie verlieren. Das ist verrückt, Mann. Neulich in einem Museum ist das einer Frau passiert. Ich hoffe, sie weiß, dass dort die seltene Vase steht, die schon 10.000 Jahre alt ist und zu einer der wertvollsten antiken Fundstücken gehört. Ja, das war zumindest mal eine seltene Vase. Jetzt kann das Ding schön in die Mülltonne, aber nicht in meine. So einen Schmutz brauche ich jetzt echt nicht bei mir da drin. Wie dreist läuft sie eigentlich weg? So ein auf... Oh, ups, ciao. Wird schon niemand bemerken, oder? Die Frau ist jetzt erstmal auf der Flucht, so wie der kleine Schatze gerade mit dem Auto. Aber wieso haben sie auch diese Vase nicht einfach in einer Vitrine oder so? Also jetzt mal im Ernst, wer die schon so hinstellt, der will doch nur, dass sie kaputt geht. Safe war das irgend so ein Versicherungsbetrüger, der sich damit einen schmalen Taler dazu verdienen will. Why is my coffee maker so loud? I got the loudest coffee maker in the world. Watch how loud this shit is. Did you feed your grandma Play-Doh? How many times did I have to... Ach du Heilige. Also erstens, was hat die da gesagt? Sie schreit einfach ihre Tochter an, weil sie angeblich ihrer Oma Play-Doh gefüttert hat? Hell na. Wenn das stimmt, ist sie ja mal sowas von gottlos. Die arme Oma. Und zweitens, what the fuck ist das für eine Kaffeemaschine? Dort schlummert der Teufel drin. Ich kann eins zu eins einfach der Teufel in Person. Es war auch perfektes Timing. Schön, um der Situation aus dem Weg zu gehen. Ja, Mutti, ich kann dich leider nicht hören. Sorry. Das Video hat mich verstört. Vielleicht war das auch gar nicht die Kaffeemaschine, sondern die Oma, die so geschrien hat, weil ihr das Play-Doh immer noch im Hals hängt. Ey, das ist so gottlos. Genauso gottlos wie das hier. Der da gerade wirklich seinem Kollegen mit einem Feuerlöcher ins Gesicht gesprüht? What the f***? Der Arme hat da gerade nur gechillt. Lass ihn doch. Wieso musst du ihn so anspritzen? Oh, sorry, Bre, war doch nur ein Prank. Hehe, alles Gucci, nur ein kleiner Prank. Ja, geiler Prank. Er muss jetzt nach Hause und duschen. Wer solche Freunde hat, braucht echt keine Feinde mehr. Attention, everyone. Me and this man made love last night. And it was pretty wild. That's all I gotta say. I just want to let you guys know, me and this man made love last night and it was pretty wild. Sorry for disturbing. I just want to let you guys know. Oh nein, genau wie sowas. Solche Leute sind wirklich so ehrenlos. Ich hab so Mitleid mit dem hier. Er will einfach nur seinen Tag an der Uni rumbekommen. Und jetzt kommt da irgendein random Typ, der dich angeht für sein TikTok und irgendein Sch*** labert vor dem gesamten Raum. I just want to let you guys know,
Me and this man made love last night and it was pretty wild. Das war's für ihn. Auch wenn es nur ein Spaß war, alle seine Chancen, sich ein Mädchen aus seinem Kurs zu klären, sind ab jetzt bei null. Das war's. Die ganze Klasse wird ihn jetzt haten. Sorry, what's your name? What's my name? Yeah. My name is called David. Can I see your ID? My ID? Yes. I don't have an ID with me. So why did you come in then? I was just wondering if I can get your number, because I thought you were kind of attractive. Ey, was ist das denn? Der hat wirklich keine Angst vor gar nichts, ne? Dem ist auch nichts peinlich. Die Peinlichkeit hat Angst vor ihm. Der Lehrer ist verstört. Yeah, but I'm sorry, like, I hope it didn't affect you, bro. But I just had to say it, bro. Sorry. Peace out, everybody. Peace out. Gottlos. Und apropos Peace out. Jungs und Mädels, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ich küsse doch. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Pünktlich um 14 Uhr. Peace out.